Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir sind immer noch in der Zelle und ich weiß nicht, wie wir rauskommen. Wer ist denn Billy Nash? Billy Nash, is that you? But how? Interessant. Muss ich den kennen? Und ich habe leider keine Waffen. Ist verständlich. Ich würde mich auch nicht mit meinem vollen Arsenal einpacken. Wegpacken, wegschließen. Na gut. Billy, is that you? Where are the others? It was chaos. I didn't see anyone else. Mercer and Harding found us in the wreckage. But how are you doing all this if we've been captured by Mercer? Skills. I managed to convince them that I wanted back in on the winning side. And now here I am, saving you. Also, I used to work here, if you must know. Anyway, keep moving. Stay out of sight and meet me at the security room. Out of sight, der ist lustig. Komme ich hier nicht durch? Ah, ich muss wieder nach unten. Ui. Okay. Irgendwas zu looten, irgendeine Waffe oder ein Messer oder zumindest ein Stock wäre hilfreich. Könnte ich mich zumindest versuchen zu verteidigen. Ich habe wieder komische Marker und Impressionen auf dem Bildschirm. Wahrscheinlich soll es mich vor Feinden warnen. Nee, nicht mal das. Ach, ich kann ja hier unten durch. Das ist ja geschickt. Mal besser nicht bewegen, während er über uns läuft. Schätze mal, hier müssen wir wieder hochhupsen. Ein Glück sieht er mich nicht. Bin aber auch ganz gut getarnt. So, wieder warten, bis er weg ist. Und wo müssen wir hin? Irgendwo nach rechts. Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier. Oh. Ich dachte, hier geht's weiter. Das ist einfach nur gehört zum selben Röhrensystem und zum selben Röhrenschacht. Und ich dachte, ich mach mal was Kluges. So, wo willst du, dass ich hingehe, Spiel? Da oben wahrscheinlich dann. Ein Glück ist er nicht so dumm und sieht nicht, dass die Tür auf war. Das gefällt mir hier nicht. Glaub, das ist dann mein Ziel. The plan? How exactly did you convince Mercer and Harding you're on their side? Before you say anything, I had to. It was life or death, like literally. Besides, I got you out, didn't I? So, now I'm just supposed to trust you? Ja, hilft mir ja gerade. Na gut, dann mache ich das. So, how do we get out of here? Now listen, it's Billy Knows Best Day, so do what I say and we'll get out of this place alive. We've got amps everywhere. I know you're big and blue, but try and get past stars undetected. Yeah. Ja.
Ja, das glaube ich dir. Ich würde auch gerne so einen Suit haben. Ach, der ist sogar hinter der Wand. Ah, ich mag doch Schleichmissionen gar nicht so. Vor allem, wenn ich so groß und blau bin. Ein Glück gehen die nicht noch ein paar Schritte weiter. Komm schon, dreh um. Dreh um! Mensch, ich bin so gut getarnt hier. Ein Glück startet er jetzt nur auf die Wand. Ach, ist das manchmal dämlich. Uiuiui. Ein Glück hat er mich gewarnt. Hier ist doch wieder ein Ventilationsschacht. Der so schön groß ist. Ah, Billy Nash war, glaubt, das Arschloch, das wir irgendwann mal aufgespürt haben. Den Charakter, den ich am wenigsten leiden kann. Außer halt die Bösewichte. Hallo? Lauter Fußspuren. Komm ich da hoch? Kann ich das kaputt machen? Aktuell nicht. Ey, ich dachte, ich muss hier lang. Bin mir ziemlich sicher, dass ich hier lang muss. Ich habe hier nichts, um das kaputt zu machen. Habe ich einen Nahkampfangriff? Ich habe einen Nahkampfangriff. Hui. Da sollte mal ein Klempner ran. Ah, ist er, glaub schon. Glaubt, er ist nur kurz weg, was holen. Ist auf jeden Fall schon dabei, das zu reparieren. Sehr gut. Da müssen wir nichts melden. Bin ich froh, dass das hier überhaupt keine Geräusche macht. Und wieso mache ich die ganze dreckige Arbeit und nicht er? Menschen sind manchmal so merkwürdig. Aber wir machen, glaube ich, gerade ganz gut Fortschritt hier. Sehr intuitives Level-Design, dem kann selbst ich folgen. Oh, das müssten wir auch mal reparieren. Und hier liegt noch keine Werkzeugkiste. Naja, aber zumindest ein bisschen Werkzeug steht in der Ecke parat. Ist Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen? Komm, das ist doch so eine schöne Bohrmaschine bzw. Akkuschrauber. Den könnte man doch als Waffe verwenden. Hui. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Hätte ich schon mal ein oh je gesagt. Mal schauen.
Die wissen aber, dass hier was falsch läuft. Spiel, wo muss ich hin? Echt nur der eine Punkt da? Ich sehe doch hier noch irgendwie... Ah, ist das kompliziert hier mit den Map-Markern. Also da sehe ich eine Markierung, aber links ist wieder so eine Impression. Ich glaube, da muss ich durch. Ui. Ui, 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 ui. Ja, wäre beinahe die ganze Mission dahin gewesen. Ja, ja, das waren nur die Nerven. Da war nicht wirklich ein Navi, der hier rausgekraxelt ist. So, hier oben ist vielleicht besser. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber bis jetzt kommt man wirklich gut voran. That's it. Second one down. It's working. Okay, great. You know, this would be a lot easier with my gear. I'm on it. Never doubt me. Now, follow signs to the ventilation room. I just hacked the door open. Oh oh. Er hat mich. Er hat mich. Hoffentlich sind wir direkt am zweiten Schalter mit dem Checkpoint. Hä? Wieso hatte ich gerade meinen Bogen? Na gut. Ah, sie haben mich nicht entdeckt. So, wie komme ich denn da unten am geschicktesten hin? Da steht ja noch einer. Ah, der ist irgendwie hinten. Schauen wir mal, ob wir hier lang kommen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ah, wir sind wieder auf der Seite, okay. Ah, die Schalter sind zum Glück noch umgelegt, da müssen wir wenig tun. Da war ja einer, den ich nicht gesehen habe. Auch der hat die Tür nicht bemerkt. Also so wie ich mich anstelle, sollte ich mich nicht so viel über eine dumme AI beschweren. Ich profitiere sehr davon. Mist, jetzt geht's hier ja gar nicht weiter. Sehr gut, nicht bemerkt. Hier nach unten und dann... Komm schon. Er ist mir auf den Fersen. Aber hier können wir durch. So, nur kein Mist bauen. Ich bin wieder kurz davor, Mist zu bauen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Kann ich nicht einfach so einen Heli nehmen und wegfliegen? Oh, oh, da ist einer. Der sieht mich nicht. Ein Glück sieht er mich nicht. Ich glaube, ich habe blaue Tarnfarbe drauf. Oh, das ist ein richtig fetter. Das ist ein richtig fetter gewesen. Ich kann mein Gear schon riechen. Ich hoffe, das ist da am Wegpunkt. Dann fühle ich mich deutlich sicherer und zuversichtlicher, dass wir das hier irgendwie heil überleben.
Was ist denn hier? So eine Mech-Ladestation. Dankeschön. Wait a sec. I gotcha. Try now? Hui. Na, der ist doch zumindest mal hilfreich. Oh yeah. Immer noch ein Arschloch. Damn right I am. Got it. Nice. Now, get back to the ventilation room and let's hack that bad boy. Erstmal überprüfen, ob wir überall genügend Munition drin haben. Ach, wunderbar. Gleich mal den. Oh, hier ist noch was. Kann ich, glaube auch einfach hacken. Sieht relativ straightforward aus. Relativ leicht diesmal. Komm schon. Hoffentlich was Gutes. Es ist ein Relentless Shortbow. Mit 47 Schaden. Das ist gar nicht so schlecht. Habe ich eigentlich Hunger? Ja, ein bisschen. Ein bisschen was essen können wir auf jeden Fall. Ah, ich habe mir voll die Rübe gestoßen. So, durch welchen muss ich droppen? Wahrscheinlich durch den, der nicht grün leuchtet. Hui. Hui. So, irgendwas muss ich hacken. Bis hier... Na, das sieht ein bisschen komplizierter aus. Ah, auch nur ein bisschen. Das ist eigentlich ein ganz schönes Minispiel. Yay. Und noch relativ viel Zeit gehabt. Also durchs Hacken soll sowas nicht passieren. Wo sind denn die einzelnen Rotorblätter hin? Naja, ich nehm's ohne zu fragen an. Man muss ja auch nicht alles hinterfragen. Ui, ins Abwasserrohr. Das ist nicht sehr lecker hier. Na, ich hoffe, der will mich nicht einfach qualvoll ertrinken lassen. Hier geht's hoch. Hab für einen Moment an Billy Nash gezweifelt. Ich glaub. Just wanted to say, you know what I said to Mercer. What? When you gave me up to save yourself? Yeah, right, that. I'm sorry, it was really shitty. I just wanted to say that. Apology accepted. Weiß nicht, hat er uns insgesamt verraten, dann hätte ich die Entschuldigung noch nicht akzeptiert. So, irgendwen, auf den wir aufpassen müssen. Auf den Kollegen da oben. Was ist hier drin? Trouble in the plains was worth it, cause you'll never see daylight again. Shoot to kill. Ja, das mache ich die ganze Zeit. Dafür brauche ich noch keinen Raketenwerfer. Den heben wir uns auf für später. Hui. Ich dachte wirklich, ich kann Harding mit dem Raketenwerfer durchs Glas abschießen. Das wäre mal cool gewesen. Vielleicht ein bisschen antiklimaktisch, aber... Nein! Mir ist so warm plötzlich. Geh doch hoch, du Mine! Was soll denn das? Ich brenne!
Für die Sache der Rebellion. Oh. Komm, nachladen. Könnt auch nachcraften. Autsch. Lass das. So, wo sind die anderen Feinde? Ich glaube, so ein Shortbow wäre auch nicht so schlecht im Moment. Ist ja gut, ist ja gut. Aha, ihr haut wieder ab von mir. Autsch, 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 autsch. Ich liebe diesen Minenwerfer. So, da ist noch ein Menschlein da vorne. Ich würde hier trotzdem mal wieder zur Sicherheit ein paar Minen hinlegen. Da spawnen die ja ganz gern nach. Aha. Ah, das war auf dem Timer, dass ich hier überleben muss. Interessant. Komm, den will ich doch ganz gern mitnehmen. Wo seid ihr denn alle? Da sind drei. Aha. Volltreffer. Schon. Ja, wieder voll. Nein, nachladen. Please. Ja, mir ist nur ein bisschen heiß geworden in der Situation. Hier liegen überall Medizindinger. Die nehmen wir doch wieder. So, und wer meint hier noch, uns töten zu müssen? Ich glaube, wir sind fertig mit der Trap hier. Schön looten. Spare Parts sind ganz wichtig. Und was nu? Was nu? Mit da doch? Nö. Hallo? Ah, nach oben. Springst du nach oben, wird Mercer dich loben. Talking about. I have to override the last stage of the cooling system manually. I won't make it in time. I'm coming back for you. Stall it until I get there. If we wait, everyone we know dies. Once I hit this command, you've got like 20 seconds to get the hell out of here. I know you try and be a hero. It's my turn, okay? Fly low. Ernsthaft? Der opfert sich für uns? Oh. Oh. Das ist interessant. Damit hätte ich niemals gerechnet. Dankeschön, Billy. Komm schon direkt auf die Rübe. Mist. Hat die Raketen? Nee, auch nur Feuer. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ah, ich habe wieder gewechselt. Lass das mal mit dem Feuer. Das vertrag ich nicht. Wird meine Haut so trocken. Wo bin ich denn gelandet? Kite Manta. Sieht ja nett aus. Sehr fichtig hier auch. Passt ja, war gerade Weihnachten. Wir müssen uns einfach hier... Sollen sie doch. Ich habe genügend Munition. Für alle von denen.
sobald ich nachgeladen habe. Komm schon. Ja! Oh, wir werden angegriffen. Hilfe-Item. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Auf mich aufmerksam zu machen. Aber wir haben hier noch das Element des Weglaufens. Schön auf den Baum rauf. Minen nachcraften. Komm, den Heli müssen wir doch irgendwie down kriegen. Ja! Volltreffer! Nein! Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist, aber ich laufe einfach mal drauf los. Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Ich habe keine Health-Items mehr. Au, 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 au! Ich habe au gesagt. Dann muss man eigentlich aufhören. Ich habe Safe Word gesagt. So. Vielleicht müssen wir das hier ein bisschen klüger angehen. Ja, das ist nicht so wirklich das, wie ich Sachen löse. Kann ich dich ernten? Fogblume. Eine Nebelblume. Kann ich nicht einfach Hawk rufen? Nö. Na, das ist zumindest eine schöne Escape-Route über die Bäume. Das ist doch viel geschickter, als was ich vorhin versucht habe. Ja, machen wir mal nicht auf uns aufmerksam. Interessant, dass wir Harding immer noch nicht ausschalten konnten. Ich dachte, so langsam wird es Zeit für zumindest mal so einen Mini-Boss-Kampf. Naja. Oh, hier ist schon wieder irgendwas zum Einsammeln. Und das ist ein Hilf-Item. Da werde ich mich großzügig dran bedienen. So, irgendwo wahrscheinlich eine Bellsprick oder irgendwie was, was schon wieder... Ich denke, ich bin ja. Where am I? Weiß ich nicht. Und vor allem, was ist das? Stagefly Ant Hive. Irgendwas mit Fliege und Ameise. A tall yet fragile hive, which when destroyed will cause the ants within the swarm any attackers. Ooh. Where are you? Is everyone safe? Long story, but I lost Billy. Oh no! Poor Billy! I made it out thanks to him. He sacrificed himself. We need to keep the survivors safe. For the ones we lost. Oh yeah, speaking of lost, I'm worried about Talon. He hasn't... Who didn't this? Didn't he get on the Samson with you? No, I saw him running to the forest during the attack. Okay, so... There was a lot going on. He probably got spooked. We all did. I'll radio him. Interessant, warum ich da angegriffen wurde. Oh, das hört sich nicht gut an. Are you injured? Elan, talk to me. Where are you? I can come and bring you back to the Resistance. No, not there. Okay. Where do you want to go? It doesn't matter. Nothing matters now. Well, that's nice. I'm worried about you. You're gonna be angry. You'll hate me too. I did this
Was? You can't blame yourself. But I am to blame. He said nobody would die. He said. Who said? We talked on my radio. He told me we could be together again. Like a family. And so I told him when the party was happening. Wait, Mercer? You told Mercer things about us? He needed to know when to arrive. So he could keep the soldiers away. Let me come get you. Taylan! Ach, Taylan, was machst du denn für einen Mist? Ja, du warst immer schon der Menschenfreund. Aber wirklich Mercer helfen nochmal? Na, du hast es ja für einen guten Zweck gemacht. I can't believe it. Are you okay? Yes, I'm good. I'm on my way to you. How are you? I just spoke to him, actually. You did? Is he hurt? No, but he told me something. Kaylan's been talking to Mercer this whole time. He told Mercer about the party. I guess Mercer saw it as the ideal time to strike. Ritnella? I'm here. And just all this death and pain. Why would Kaylan do that? He thought Mercer was going to protect us. Mercer could always manipulate Taylan. We're not kids anymore. But I know he found strange comfort in Mercer's regiment. His way of surviving the violence that tore us down. The adjustment to freedom. The resistance. It was hard for all of us. I should have known it would hit Taylan harder. You are not to blame, Ritnella. I should have seen the signs. None of us saw it. But if I had just talked to him... And said what? Don't listen to Mercer? We all know how that would go. We have to find him. I think we should give him some space. He'll come back when he's ready. Maybe you're right. We can talk when you get here. Das klingt doch gut. Mensch, hier ist so schönes Moos und ich brauche doch Moos. Ich kann dieses spezielle rote, orangene Moos nicht ernten. Ah, was für ein Jammer. Ich glaube, der ist mir auch nicht freundlich gesinnt. Freundlich gesinnt. Da hatte ich so viel Angst, dass ich mich wieder verplappert habe. Wo bin ich denn? In den Crading, im Clouded Forest, in den Crading Plains? Loose and Ruin. Hier, Wegpunkt ist gesetzt. Da bin ich ja völlig falsch unterwegs. Da wollen wir dann mal hingehen. Ist ja nur ein Kilometer entfernt. Das schaffe ich diesmal auch zu Fuß, weil Hawk will sich ja nicht rufen lassen. Too far. Ja, ja. Ich höre irgendwo einen Helikopter. Vorhin haben wir, glaube ich, auch einen gesehen. Wir haben uns gegenseitig erfolgreich ignoriert. Ich glaube, da, wo wir hinwollen, ist er gerade. Ich glaube, das Gebiet hier mag ich vom Aussehen am wenigsten. Also, der Kingdom Forest mit dem Dschungel war relativ cool. Die Plains waren auch bombastisch. Das hier ist... Ja, es ist ein anderes Biom. Sag mal's mal so. Ups. Wollte doch gar nicht ins Charakter-Menü. Kann ich hier wenigstens ein bisschen Moos mitnehmen? Ich brauche immer noch so viel Moos. Und hier leuchtet wieder alles, was leuchten kann. Nur kein Moos. Schon wieder ein Berg zwischen mir und meinem Missionsziel. Naja. Irgendwann müssen wir ja vorbeikommen an dem Berg. Oh, nicht schon wieder. Ihr lasst mich ja in Ruhe. Ihr lasst mich nicht in Ruhe. Ihr geht dann eben hoch. Hui. Der hat nur volles Leben. Besser weg hier. Nachcraften. Ganz schön ressourcenintensiv waren die letzten Missionen. Muss noch bis zum Ende der Story reichen, meine Spare Parts hier. Wie lange das auch immer noch dauern wird. Soll ja insgesamt ein kürzeres Spiel sein. Aktuell sehe ich noch nicht, wie wir das demnächst irgendwie aufklären können.
Ja, deswegen spielen wir ja, um das zu erfahren. Oh, bitte sei nicht noch auf dem Berg. Nee, sieht so aus, als ob es daneben wäre. Das ist schon mal gut. Stöcke. Ah, mein Stocksack ist immer noch voll. Oh, hier gibt es schöne Wege. Wer hat die denn gelegt? Ein richtig schön altertümlicher, teilweise nicht unbedingt gepflastert, aber ein schöner Schotterpfad. Pfad. Oh ja, das ist natürlich komplett unauffällig hier. So eine coole Höhle will wahrscheinlich niemand erforschen. Vor allem, wenn sie solche Pylone, nee, heißen ja nicht Pylone. Oh, das war ja was für ein Brücken. Hütchen. Wir nennen das immer Hütchen. Slaloms, das war das Wort, was ich gesucht habe. Hallo. There you are. Priya told me of your escape. I'm relieved to see your Na'vi instincts saved you. It's good to see you, Sutley. But I'm here thanks to Billy. He died to save me. Us. Stupid idiot wouldn't let me go back for him. Billy's with his ancestors now. I guess so. I just wish you didn't have to be. Indeed. But I'm glad you are here with us. Unhurt, I hope. Da bin ich auch froh. The forest is treacherous. I found patches of an unnatural deadly fog, probably RDA. They poison all they touch, even out here. I hope we'll be safe here. At least for a while. I will not rest until the Sky People pay for what they have done. We have lost so many. I hope we lose no more. In truth, I am worried about Nor. He was agitated right before the blast. Accusing Alma of things. Has he said something to you? No. I can see the darkness in his eyes, and I know that look. Resentment is eating away at everything Na'vi inside of him. It is not a good place. Can you talk to him? Truthfully, I am trying not to follow him there. Ich mag deine Kollektion an RDA-Doc-Tags. Das ist eine sehr schöne Kette, die du da hast. Hat bestimmt einige Zeit gedauert. So. Too many grim memories will overtake my mind. Das ist möglich, vor allem wenn man so viel durchgemacht hat. Vielen Dank, ihr Menschen. Na gut, ich glaube, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.